Hallo Leute, Nacht ist, hat einen Grund, weil ich will euch ein ganz, ganz kleines, geiles Ding vorstellen. Und das ist wirklich geil. Da ist, und das ist auch wirklich klein, die OLED Mini. Wenn man Mini ist, ne? Aber vielleicht fragt sich der eine oder andere, was ist mit dem Ding? Hätte ich auch gefragt. Ich bin nicht ein bisschen Taschenlampenfetischist. Ich brauche die beruflich. Ich sollte ziemlich viel sehen, auch in der Nacht beruflich, sonst ist es manchmal ein bisschen blöd. Darum habe ich auch von Schulfers angefangen, MacLeds und was weiß ich, was das für Zeugs gibt, schon fast alles gehabt. Und natürlich die starken Lampen, wo man ein paar tausend Lumen reden. So was Kleines hin und wieder mal gekauft, aber meistens weggeschmissen, weil die nie was gebracht haben. Wenig Licht, keine Akkuleistung. Nach 3 Minuten ist das Zeug wieder leer. So war es immer. Bei dem ist das ein bisschen anders. Meine Firma OLED ist es nicht irgendwer. Für mich auf jeden Fall nicht. Und da haben wir gedacht, wieso, was wollen die mit so einem kleinen Ding? Sehr gute Lichtleistungen. Und auch so das Ganze drumherum steht in gewisser Weise einer großen nicht nach. Wir haben eine Schlagfestigkeit von dem Ding von 1,5 Meter ist angegeben. Also wenn das runterfällt, auf Deutsch gesagt, ist jetzt nicht das große Problem. Ist auch gut geschützt, die Linse zum Beispiel. Wie ihr seht, ein bisschen versenkt und so weiter. Passt schon. Haben das Zeug auf wasserdichten IPX8 Standard. Das ja auch nicht so schlecht ist, wenn es nass ist. Ist nicht so gut. Normalerweise, aber der Rest ist wurscht. So ist mir auch wurscht und passt. Ja, von der Masse her, ihr seht eh, klein ist. Ich muss die Kamera so halten. So. 44 mm, ganz genau. Und Durchmesser sind 14 mm. Ja. Ich habe sie immer am Schlüsselbund oben. Ein Schlüssel ist ca. so groß, die Lampe ist so klein. Kein Problem. Und das mit dem Schlüsselbund ist gar nicht so schlecht, wie ich schon gemerkt habe, weil hin und wieder habe ich kein Licht dabei gehabt, privat, und habe es gebraucht und habe es gehabt. Nämlich einfach am Schlüsselbund. Jo. Vom Modus her haben wir zwei Modi. Der eine ist der kleine Modus mit 150 Lumen. Der große ist das mit 150 Lumen. Fupp. Der fetzt so dahin. Schauen wir uns nachher noch an. Und der kleine ist mit 5 Lumen für den Nahbereich super. Mit diesem großen Modus, da leuchte ich schon wirklich was aus. Schauen wir uns dann wirklich an. Da leuchtet das angegeben sind 15 Minuten, was mich ein bisschen verwundert, weil ich habe im großen Modus auch schon eine halbe Stunde lang durchgehend geleuchtet und ist auch gegangen, ohne dass jetzt eingegangen ist. Mit dem kleinen Modus, also diese 5 Lumen, wo ich wirklich im Nahbereich super Sicht habe, würde das Ding durchgehend, das kleine Ding, 6 Stunden leuchten. Von der Lichtstärke auch wirklich so geeignet, dass ich mir sage, ja, okay, ich bin campen, will mein Zelt ausleuchten, längere Zeit oder den Lagerplatz sogar, geht sich mit dem Ding eigentlich aus, mit einem halbwegs Licht, und ich habe ein Backup von 6 Stunden Licht, was nicht so wenig ist, weil durchgehend 6 Stunden leuchten, wer macht das schon? Was mache ich jetzt, wenn es leer ist? Batterie wechseln? Nein. Da wechsle ich keine Batterie, sondern ich schraube hinten das auf, das springt auf.
und habe einfach einen Micro-USB-Anschluss, der auf jedem Handy drauf ist, was außer iPhone. Lade das Ding auf und wenn es komplett leer wäre, in 75 Minuten ist das Ding wieder aufgeladen. Also ich brauche mir auch keine Sorgen machen, so ein Kabel gibt es eh fast überall. In jedem Haushalt ist auch eins mitgeliefert, aber ich habe kein Problem, das Ding einfach aufzuladen in einer Stunde, rund um und um. Ja, sonst, Ding ist geil. Schauen wir uns mal an, wie es leuchtet. So Leute, dann sind wir draußen. Wie man sieht, seht ihr nichts. Jetzt habe ich Lichtstufe 1 eingeschaltet. Wie man sieht, alles im Nahbereich, überhaupt kein Problem. Bis zu Entfernungen von 5 Metern sieht alles recht schön. Wenn ich jetzt nur sage, ich gehe mit der Lichtstärke auf volle Leistung, habe ich jetzt sieht meinen Garten ausbeleuchtet. Gar kein Problem. Mit der Kamera ein bisschen schwierig, das Ganze festzuhalten, aber wirklich Entfernungen von 10 Metern eigentlich gar kein Problem. Gut, dann gehen wir wieder rein. Mir ist kalt. Und? Gesehen, wie das Ding leuchtet. Vielleicht nicht ganz so gut, weil ich habe eine Handykamera, mit der ich mich immer filme. Also wer über die Kameraqualität schimpft, diese Handykamera. Braucht nichts anderes. Das Ding leuchtet wirklich sehr gut. Hat die Kamera gar nicht so gut einfangen können. Also meinen Garten habe ich bis 20 Meter im Prinzip mit der vollen Stufe ausleuchten können. Und dieses kleine Licht, das ja meistens sogar reicht, ich kann eine Wohnung oder ein Zimmer damit eigentlich ganz normal ausleuchten. Natürlich jetzt nicht mit vollem Licht, aber ich sehe alles, was sich in dem Zimmer befindet. Und mehr brauche ich eigentlich nicht. Wenn ich sage, okay, ich will mehr Licht, volle Stufe. Also um 20 war das also nochmal dumm. Das Ding immer am Schlüsselbund oben. Zuverlässiger Begleiter, ein unauffälliger. An den du nie denkst oder nie denken musst, weil du ihn nicht spürst. Und wenn du ihn brauchst, ist er Lichti. Gut. Schaut euch an. Vielleicht braucht ihr was. Wenn ihr nicht braucht, kauft es euch auch. Denn wenn ihr es mal braucht, habt ihr es. Gut, dann gehe ich jetzt schlafen. Wächst du so lange aufgeblieben wegen euch. Und das war's wieder mal. Und ciao.